10 Jahre Bürgerkrieg haben in vielen Orten Syriens alles verwüstet. Viele Menschen sind geflohen vor dem Terror, vor dem Krieg, vor der Hoffnungslosigkeit. Die, die geblieben sind, sind auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen. Und die kommt nur unter Schwierigkeiten ins Land. Das päpstliche Hilfswerk Kirche in Not unterstützt mit Hunderten von Hilfsprojekten die notleidenden Menschen. Regina Lynch war gerade in Syrien, hat sich vor Ort ein Bild von der Lage gemacht. Die Lage ist sehr ernst. Man sieht Städte wie Homs oder Aleppo, wo so viel kaputt gemacht wurde. Und jetzt geht es ums Überleben für die Menschen. Also viele haben uns gesagt, die dachten, dass der Krieg schlimm war. Aber mindestens im Krieg gab es Perspektiven. Und jetzt, die wissen nicht, wann das ändern wird. Es ist Knappheit an Essen, an Medikamenten. Das Leben ist wahnsinnig teuer geworden. Und es gibt auch weniger Arbeit. Und die Frage ist, ja, was wartet auf diese Menschen in der Zukunft? Kirche in Not versucht, die unmittelbare Not der Menschen zu lindern, bringt Medikamente, Milchpulver, Essen nach Syrien, aber vermittelt zum Beispiel auch Mikrokredite für Menschen, die sich vor Ort wieder eine Existenz aufbauen wollen. Auch darum ging es beim diesjährigen Gebets- und Solidaritätstag für verfolgte Christen, der wieder in Augsburg stattfand. Ehrengast war der aus Syrien stammende emeritierte Patriarch Grigorius Laham. Er plädiert dringend für den Verbleib der Christen in Syrien, deren Wurzeln sich bis in das Jahr 33 nach Christus zurückverfolgen lassen. So eine Präsenz muss man auch bewahren, nicht für uns, für sie auch, für die Europäer. Dadurch, dass die Christen weiterbleiben und weiter mit und für bleiben, wie Johannes Paul gesagt hat, mit und für, ist dann Dialog möglich. Ist dann die Beziehungen Ost-Ost und dann auch werden die Moslems, die hier wohnen in Europa, anders, weil sie, wir sind die Brücke. Wissen Sie, wenn wir da bleiben, ist vieles beiseite weg. Warum? Weil die Christen sind die Brücke, dann in unseren Schulen, in den Krankenhäusern und alles ist mehr als eine soziale Hilfe, ist echt ein Erlebnis des Evangeliums im Ort, wo das Evangelium geboren ist. Deshalb meine ich, ich hoffe, dass die Europäer das verstehen und dass sie arbeiten, Union, Europäische Union, Amerika, Russland, für den Frieden und nicht für den Krieg. Patriarch Grigorius, der auch viele Jahre in Jerusalem tätig war, plädierte in diesem Zusammenhang eindringlich für eine politische Lösung im Heiligen Land. Nur so könne es Frieden geben. Auch Augsburgs Bischof Bertram Mayer begleitete den Gebets- und Solidaritätstag, denn gerade die Christen, die wegen ihres Glaubens in Not sind, bräuchten Unterstützung. Deshalb machen wir seit Jahren wenigstens einen solchen Aktionstag für diese benachteiligten und verfolgten Christen auf der ganzen Welt, um einfach diesen Finger in die Wunde des Leibes Christi zu legen, wo der Leib Christi leidet und blutet. Das gehört zum Pflichtprogramm schlicht und einfach dazu, um uns aus dieser Selbstbespiegelung oder Selbstumkreisung rauszulösen und solidarisch zu sein. Im Anschluss an den Informationsnachmittag gingen die Teilnehmer zum Augsburger Dom, um hier bei einer gemeinsamen Kreuzwegandacht ein Zeichen der Verbundenheit mit den verfolgten Christen weltweit zu setzen, mit Menschen, die ihre Not, das ihnen auferlegte Kreuz, kaum noch tragen können. Der von Kirche in Not organisierte Gebets- und Solidaritätstag für verfolgte Christen gehört mittlerweile zum festen Terminkalender im Bistum Augsburg. Warum? Bischof Bertram Mayer hatte an diesem Tag eine Antwort auf die Frage, weil es zur Identität der Kirche gehört und ein Dienst am Frieden ist.